Nachdem wir uns das Mittelwertmodell des Tiefseherstellers abgeleitet haben, das ich hier nochmal dargestellt habe, möchte ich nun darauf eingehen, wie können wir zu einem Kleinsignalersatzschaltbild kommen, das heißt, wie können wir das linearisieren, weil dieses Ersatzschaltbild, was wir jetzt hier eigentlich haben, was hier oben dargestellt ist mit den beiden Quellen, Schalter durch eine Stromquelle ersetzt und die Diode durch eine Spannungsquelle ersetzt, ist, wie bereits gesagt, ein nicht lineares Großsignalersatzschaltbild. Das heißt, wir können es zwar für die Simulation benutzen, aber wir können jetzt noch nicht direkt daraus zum Beispiel Übertragungsfunktionen oder sowas ableiten. Wir haben gesehen in der LTSpice-Simulation, man kann sehr schön das Bode-Diagramm ausmessen, aber das geht jetzt nicht direkt rechnerisch aus diesem Modell raus. Dafür müssen wir es jetzt erst nochmal umformen. Und wesentlicher Vorteil, der jetzt hier war, ist, dieses Modell ist jetzt bereits zeitinvariant. Das heißt, die Zeitvarianz, die eigentlich durch die Schaltvorgänge entsteht, dass wir unterschiedliche Netzwerke zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben, ist durch das Einführen dieser gesteuerten Quellen D mal IL und D mal UE, die jetzt hier die Schalter bzw. die Diode modellieren, aufgelöst worden. Jetzt kann man tatsächlich das ummalen. Bevor wir das machen, als kurzer Einschub nochmal die Idee der Linearisierung. Und dann werden wir nämlich aus diesem Ersatzschaltbild ableiten, ein Ersatzschaltbild, das sich sowohl für die Bestimmung des Gleichstromarbeitspunktes ergeben wird, als auch für kleine Signaländerungen um den Arbeitspunkt herum, so ähnlich wie bei Transistorverstärkerschaltung, wo man auch zuerst eine Arbeitspunktanalyse gemacht hat und dann ein Kleinsignalersatzschaltbild, um die Verstärkereigenschaften zu berechnen. Dazu erinnern wir uns an die Mathematik zurück, und zwar die Taylor-Reihenentwicklung einer mehrdimensionalen Funktion. Nehmen wir an, wir haben eine Funktion mit irgendeiner Abbildungsvorschrift, y ist gleich f von x1, x2, also eine Funktion, die von zwei unabhängigen Veränderlichen abhängt. Dann können wir dort eine Tangentialebene bestimmen, das heißt die Funktion in der Nähe eines Arbeitspunktes irgendwo annähern durch Folgendes. Und zwar ungefähr ist diese Funktion, wenn es annähert, einerseits mal das Produkt x1 mal x2. Das sind die Arbeitspunktgrößen. Das heißt, es ist die Funktion ausgewertet am Arbeitspunkt für spezielle Werte x1, x2 ap plus df nach dx1 mal Delta x1 plus df nach dx2 mal Delta x2 und dann würden hier noch weitere Terme kommen mit der zweiten Ableitung bzw. gemischten Produkten. Wir wollen das hier abbrechen sozusagen, dass wir nur die Funktion in Anführungszeichen durch ihre Tangentialebene annähern, wobei jetzt hier die Ableitung jeweils im Arbeitspunkt auszuwerten sind. Und das wird der Ansatz sein, um zu einem Kleinsignalersatzschaltbild bzw. zu einer anderen Darstellung zunächst des Großsignalersatzschaltbildes zu kommen und daraus auch das Kleinsignalersatzschaltbild abzuleiten. Wie gesagt, das ist bloß ganz kurz der Rückgriff nochmal auf die mehrdimensionale Taylor-Reihe. Wir können jetzt hier unsere beiden Quellen, D-Mittel mal IL-Mittel und D-Mittel mal UE-Mittel, als Signalabbildungen interpretieren, wo wir das Produkt zweier Signale haben. Ja, D-Mittel und UE-Mittel werden beides Zeitfunktionen sein, genauso wie D-Mittel und IL-Mittel werden Zeitfunktionen sein. Das heißt, tatsächlich können wir ja sagen, das hier ist der Wert IS-Mittel, also haben wir hier eine Abbildungsvorschrift von zwei unabhängigen Veränderlichen, wobei das die beiden Signale D-Mittel und IL-Mittel sind. Und genauso haben wir hier sozusagen UD-Mittel auch eine Abbildungsvorschrift und die wollen wir jetzt auf die gleiche Art und Weise wie hier dargestellt ersetzen. Das heißt, wir haben gewisse Arbeitspunktgrößen und um einen Arbeitspunkt werden wir das dann linearisieren. Die Arbeitspunktgrößen wären jetzt D gleich groß D-Mittel, IL gleich groß IL-Mittel, UE gleich UE-Mittel, also groß geschrieben, und UA gleich UA-Mittel. Das heißt, eigentlich die Gleichgrößen für Eingangsspannung, Ausgangsspannung, den Strom durch die Induktivität und das Tastverhältnis. Und um diesen Arbeitspunkt, also meinen festen Arbeitspunkt, wollen wir das jetzt linearisieren. Und wenn man das jetzt anwendet, diese Taylor-Reihenentwicklung, können wir Folgendes sagen. Für D-Mittel mal IL, ja, was hier IS-Mittel ist, wird dann hieraus diese Annäherung wie folgt. Das Produkt der beiden Arbeitspunktgrößen ist hier D mal IL oder groß D-Mittel mal
Groß-IL-Mittel plus jetzt diese beiden Terme mit den partiellen Ableitungen, die Funktion abgeleitet und ausgewertet am Arbeitspunkt und multipliziert jeweils mit diesen kleinen Änderungen um den Arbeitspunkt herum. Das heißt, df nach dx1 wäre in diesem Fall zum Beispiel mit dieser Ausdruck d-Mittel mal IL-Mittel abgeleitet nach d-Mittel, wäre also hier zum Beispiel IL-Mittel multipliziert mit Delta d-Mittel, nennen wir das. Ja, dann ist dieser erste Term hier die Ableitung df nach dd-Mittel. Jetzt müssen wir das aber auswerten im Arbeitspunkt. Das heißt, hier diesen Term müssen wir auswerten für IL-Mittel gleich groß IL. Und wir kriegen hier eine zweite Ableitung. Das heißt, wenn wir hier sagen df nach dIL-Mittel abgeleitet, bleibt hier übrig d-Mittel, aber ausgewertet für d-Mittel gleich groß d, multipliziert mit Delta IL-Mittel. Und dann haben wir formal IS-Mittel ist gleich D mal IL plus IL mal Delta D-Mittel plus D mal Delta IL-Mittel als Ausdruck für IS-Mittel. Tatsächlich müsste man hier eigentlich schreiben, das ist nur ungefähr so, weil wir ja die höheren Ableitungen weggelassen haben. Das heißt, wir haben ja im Prinzip eine Taylor-Reihenentwicklung gemacht, dieses nicht-linearen Ausdruck, um es zu linearisieren. Was haben wir jetzt gewonnen? Tatsächlich sind nur die Funktionen Delta D-Mittel und Delta IL-Mittel jetzt Zeitfunktionen und deswegen haben wir hier eine lineare Abbildungsvorschrift. Ja, wir haben hier einen konstanten Term, das ist der Arbeitspunktterm, das ist im Prinzip der DC-Term und wir haben hier zwei zusätzliche Terme, die jeweils nur aber von einem Signal abhängen, von einer Zeitfunktion und dann mit einer Konstanten multipliziert werden. Deswegen ist das hier eine lineare Abbildungsvorschrift. In gleicher Weise kann man vorgehen für UD-Mittel. UD-Mittel, was D-Mittel mal UE-Mittel ist, können wir annähern, ebenfalls durch eine Taylor-Reihe als D mal UE, wieder das Produkt der Arbeitspunktgrößen, plus D mal Delta UE-Mittel plus UE mal Delta D-Mittel. Also auch hier als Summe dreier einzelner Ausdrücke beschrieben. Und das wollen wir jetzt mal interpretieren, was diese beiden Ausdrücke sagen. Ja, tatsächlich steht hier auf der linken Seite in der ersten Gleichung ein Strom. IS-Mittel ist ja der Mittelwert des Stroms, hat also die Einheit Ampere. Das heißt, wenn wir das betrachten, haben wir hier einen Stromterm I1, hier werden wir einen Stromterm I2 haben und hier werden wir einen Stromterm I3 haben. Tatsächlich so, das Tastverhältnis als Quotient zweier Zeiten ist dimensionslos, also werden wir hier auch die Einheit Ampere haben von diesem Ausdruck, genauso wie hier und hier. Das heißt, das hier interpretieren wir als die Summe von drei Strömen. Genauso kann man hier bei der Gleichung für UD-Mittel sagen, wir haben hier eine Spannung U1, eine Spannung U2 und hier eine Spannung U3. Wir haben hier die Summe von drei Spannungen. Das heißt, die erste Gleichung, Gleichung 1, entspricht einer Addition von Strömen. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben hier eine Parallelschaltung von Stromquellen. So kann man das nämlich interpretieren, wenn man das nämlich als Schaltung ausdrücken wollte. Ein Strom, ja, das ist unsere Stromquelle, die wir vorher in unserem Ersatzschaltbild haben. Hier oben die Stromquelle D-Mittel mal IL-Mittel, was IS-Mittel ist, wird jetzt ersetzt durch einen Term von drei Dingen. Es muss aber so sein, dass der Strom, der hier von links nach rechts fließt, der gleiche bleibt, weil das ja nur eine ungefähre Annäherung ist. Und das können wir bloß erreichen, wenn wir hier weitere Stromquellen parallel dazu machen. Also entspricht der erste Term eine Addition von Strömen. Das heißt, wir haben eine Parallelschaltung von Stromquellen. Umgekehrt haben wir hier im zweiten Term UD-Mittel jetzt angenähert, vorher durch eine gesteuerte Spannungsquelle, jetzt aber durch die Summe von drei einzelnen Spannungen. Ja, das zweite entspricht einer Addition von Spannung und das entspricht einer Serienschaltung von Spannungsquellen. Das heißt, wenn wir das als Schaltung interpretieren, den zweiten Ausdruck, man könnte auch diese gesteuerte Quelle ersetzen durch die Summe von drei einzelnen Quellen. Diese aber müssen in Serie geschaltet werden, um dasselbe Verhalten zu kriegen. Ich weiß, dass es beim ersten Mal, wenn man das sieht und nicht häufiger auf diese Art und Weise über Schaltung nachdenkt, etwas kompliziert. Deswegen wollen wir uns einfach anschauen, wie sieht das in der Schaltung aus und das dann weiter interpretieren. Wir haben also jetzt durch diese Taylor-Reihen Annäherung im Prinzip eine Möglichkeit gefunden, um unsere gesteuerten Quellen jeweils durch Summen von drei anderen Quellen darzustellen. Also können wir das in den Ersatzschaltbild genauso ersetzen.
Ich möchte das jetzt dann hier mal grafisch darstellen, was es eigentlich bedeutet, was wir sozusagen für ein Modell haben. Wir können daraus ableiten, unser Großsignalmodell im Sinne eines vollständigen Ersatzschaltbildes kann jetzt umgemalt werden dadurch, dass wir die Quellen, die Stromquelle und die Spannungsquelle hier jeweils ersetzen durch drei parallel geschaltete Stromquellen bzw. drei in Serie geschaltete Spannungsquellen. Das heißt, wir haben jetzt sechs Quellen, kriegen also hier oben diese drei Quellen mit den Strömen, kürzen wir es einfach ab, I1, I2 und I3. Und hier für die Diodenspannungsquelle die drei in Serie geschalteten Spannungen. Das heißt hier U1, U2, U3 und der Rest bleibt gleich. Das ist nämlich genau die Taylor-Reihennäherung, die wir haben. Das heißt, wir haben hier weiterhin das Ausgangsfilter, LC und R-Last. Weiterhin natürlich eine Schaltung mit Mittelwerten. Das heißt, wir haben hier UA-Mittel, hier fließt IL-Mittel. Und der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt diese zusätzlichen Quellen eingeführt haben. Schreiben wir die nochmal auf. I1, also einfach von oben abschreiben, D mal IL, I2, IL mal Delta D-Mittel, I3, D mal Delta IL-Mittel und die Spannung U1 D mal UE, U2 und U3 dann auch aus den Gleichungen von oben abgelesen, D mal Delta UE-Mittel und hier UE mal Delta D-Mittel für die dritte Spannungsquelle. Und das ist jetzt rein rechnerisch sozusagen eine Näherung für das Modell, was wir schon vorher aufgestellt haben. Und jetzt ist der Trick, aber das kann ich jetzt vereinfachen, indem wir hier jetzt ein getrenntes Groß- und Kleinsignalmodell machen. Warum? Wir haben jetzt unterschiedliche Größen. Wir haben jetzt einerseits die Arbeitspunktgrößen, D, IL, UE, UA. Andererseits aber diese Änderungen Delta D, Delta IL, theoretisch auch Delta UA. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich hier Folgendes. Dieser Wert IL Mittel ist jetzt angenähert durch einen Wert IL plus Delta IL. Dieser Wert UA-Mittel ist angenähert durch einen Wert UA plus Delta UA. Und dieser Wert UE ist zum Beispiel angenähert durch UE plus Delta UE. Im Sinne der Elektronik hier als Summe von einer Gleichspannung plus einer Kleinsignaländerung, wobei wir in Analogie zu Transistorschaltung hier davon ausgehen, dass wir hier sozusagen eine Arbeitspunktgleichspannung haben, der eine sinusförmige Größe überlagert wird, um zu dem Kleinsignalverhalten zu kommen. Das heißt hier, also als Skizze betrachtet, UE, UA und auch die ganzen anderen Größen wären jetzt folgendes angenähert sozusagen durch so einen Verlauf. Das hier wäre sozusagen zum Beispiel UE Mittel von T ungefähr UE, der Gleichspannungswert, plus Delta UE von T, was dieser Wechselspannungsanteil wäre, dieser sinusförmige Anteil. Und wir nähern also den beliebigen Zeitverlauf wieder an, wie in der Elektronik auch, durch einen Gleichanteil plus einen sinusförmigen Wechselanteil. Und das gilt jetzt natürlich für alle Größen, das heißt tatsächlich auch für die steuernde Größe, für das Tastverhältnis hier. D-Mittel wird ungefähr angenähert durch das stationäre Tastverhältnis plus ein Delta-D-Mittel, was jetzt hier eine sinusförmige Änderung beschreibt. Und damit können wir dann jetzt sowohl Gleich- als auch Wechselspannungsmodelle ableiten, das heißt ein DC-Modell oder ein AC-Modell. Und tatsächlich entstehen die dadurch, dass man hier quasi den Überlagerungssatz anwendet, dass man hier nämlich die Quellen nur berücksichtigt, die man haben möchte. Als Beispiel machen wir das Gleichstrommodell, DC-Modell. Das bedeutet, alle Delta werden zu Null angenommen. Ja, also Delta D-Mittel, Delta UA-Mittel, Delta UE-Mittel werden zu Null angenommen. Das heißt, diese ganzen Terme I2, I3, U2 und U3 fallen raus und es bleiben bloß zwei Quellen übrig, I1 und U1. Und am Eingang bleibt auch sozusagen bloß eine ideale Gleichspannungsquelle übrig. Dann haben wir hier dann folgendes Modell. Wir haben hier die Eingangsspannung UE, jetzt sozusagen als Großbuchstabe geschrieben, die Eingangsgleichspannung. Wir haben dann hier oben die eine Stromquelle mit dem Wert D mal IL, das heißt der wirkliche Gleichstrommittelwert. Wir haben hier die Spannungsquelle mit dem Wert D mal UE. Und jetzt wäre hier formal
die Induktivität. Tatsächlich ist aber für Gleichspannung, ja, Frequenz gleich 0, eine Induktivität ein Kurzschluss. Das heißt, ich habe hier sozusagen einen Kurzschluss, weil wir eine Gleichspannung haben. Genauso habe ich hier eine offene Verbindung, wo eigentlich der Kondensator wäre, und kriege hier dann am Lastwiderstand auch wiederum bloß eine Gleichspannung UA und es fließt hier der Gleichstrom IL. Und das ist dann sozusagen das Gleichstrom-Arbeitspunktmodell eines Tiefsatzstellers. Wir haben hier bloß Signale, die den Gleichanteilen entsprechen. Und wir können daraus sozusagen den Arbeitspunkt berechnen. Das kann jetzt zum Beispiel interessant sein, wenn das Modell ein bisschen erweitert, wenn man zum Beispiel sehen möchte, wie weicht jetzt zum Beispiel beim Hochsatzsteller die ideale Spannungsübertragungsfunktion von der realen ab. Ja, hier kann man die reale Spannungsübertragungsfunktion zum Beispiel ausrechnen, DC arbeitspunktmäßig, wenn man dieses Modell hat. Das erscheint jetzt trivial. Wenn ich diese Masche hier auswähle, folgt daraus, UA ist gleich D mal UE, beziehungsweise die Spannungsübertragungsfunktion des DC-DC-Wandlers M, UA zu UE ist gleich D. Ja, kann man hier einfach als Maschengleichung ablesen. Und genauso könnte man dann jetzt hier ablesen, wie groß sind die Mittelwerte in den einzelnen Elementen, in dem Schalter, in der Diode, wie groß ist der Eingangsgleichstrom, dass der einfach D mal IL ist. Das sieht man hier sozusagen dann aus einem Blick raus. Das wäre das DC-Modell. Und wir kriegen auch noch ein Kleinsignalmodell, ein AC-Modell. Wenn wir jetzt hier nämlich bloß die Stromquellen I2, I3 und die Spannungsquellen U2, U3 betrachten, das heißt alle, wo diese sinusförmigen Änderungen drin sind. Das heißt, gleich wie bei der Elektronik, man auch gesagt hat, man berechnet zum Beispiel bei Transistorschaltung zunächst den Arbeitspunkt für Gleichgrößen und macht dann ein Kleinsignalersatzschaltbild, können wir hier sozusagen auch das Kleinsignalersatzschaltbild für den Tiefsatzsteller aufstellen, indem wir hier nur diese Quellen mit diesen Deltas berücksichtigen, wo die eigentliche Zeitabhängigkeit drin ist. Machen wir das, das heißt in dem Fall wird dann auch unsere Eingangsspannungsquelle sozusagen bloß zu einer Eingangsgröße Delta UE. Wir haben hier zwei Stromquellen drin. Ja, einmal I2 mit IL mal Delta D Mittel und das andere Mal hier D mal Delta IL. Dann haben wir hier zwei Spannungsquellen, die übrig bleiben. Und zwar die Spannung U2 und U3, die wir dort haben. Das heißt D mal Delta UE Mittel und UE mal Delta D Mittel. Und das Ausgangsfilter muss jetzt berücksichtigt werden, weil das hier gilt jetzt für sinusförmige Größen im Sinne der komplexen Wechselstromrechnung. Das heißt, ich habe hier Delta IL und über dem Kondensator und dem Lastwiderstand den Spannungsabfall Delta UA als sinusförmige Spannung und ebenso hier die Ströme Delta IC und Delta IA. Und das hier ist jetzt ein Modell, was ein lineares Netzwerk darstellt. Ja, zwar mit mehreren Quellen. Wir haben ja auf der einen Seite sozusagen die Gleichspannungsgrößen. Wir haben als zusätzliche Eingangsgröße noch das zeitlich veränderliche Tastverhältnis Delta D-Mittel. Aber das hier ist ein System, was das Wechselstromübertragungsverhalten beschreibt und aus diesem Grund geeignet ist, um eine Übertragungsfunktion zu ermitteln. Hier sind jetzt alle Signale zeitlich veränderlich. Und zwar eigentlich Sinussignale. Und ausgehend von diesem Modell kann man dann zum Beispiel die Übertragungsfunktion, die Eingangs-Ausgangsübertragungsfunktion von Delta UE zu Delta UA bestimmen oder auch von Delta D zu Delta UA, die wir dann zum Beispiel brauchen, wenn wir einen Regler auslegen wollen und wissen, wie das dynamische Verhalten des Reglers ist. Weil genau hier diese Übertragungsfunktion wird uns erlauben, das PT2-Verhalten abzuleiten bei diesem Tiefsatzsteller. Was hier relativ offensichtlich sein wird durch das LC-Ausgangsfilter, bei anderen Schaltungen, wie zum Beispiel im Hochsatzsteller, ist es dann nicht mehr ganz so.